Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zum Transportfieber. Wir schreiben das Jahr 2005 und wir haben den MAN TGX hier im Start. Und ja, der macht hier seine Wendung. Da müssen wir ein bisschen was einstellen, weil ja, da hat sich einiges getan jetzt. Oh, müssen wir mal schauen, was hat der hier für ein Problem. Und dann werden wir heute unser, ja, Geschäftsmodell jetzt komplett auf die Strecken setzen. Und dann werden wir mal eine Linie hinzufügen. Und zwar hier oben. Okay, dann sollte es jetzt eigentlich wieder klappen. Weil es gibt, gucken wir mal an, richtig viele LKWs. Also, wie gesagt, richtig viele LKWs. Alles jetzt erstmal von MAN. Und wir werden denen einfach mal folgen. Und zwar haben wir, um mal ein bisschen zu zeigen, warte mal, so war das. Und wir folgen den LKW natürlich. Drehen wir mal ein bisschen Kamera, dass wir den LKW sehen. Und zwar haben wir einmal, da können wir Kohle, Eisen und Steine und Schlacke transportieren. Das bedeutet, wir werden jetzt manche Linien jetzt nicht komplett auf, ja, Eisenbahn setzen, sondern, ja, so wie es im richtigen Leben ist, der LKW wird nach und nach Aufgaben übernehmen. So, dann haben wir nochmal Lebensmittel, können wir transportieren. Maschinen, Werkzeuge und Waren kann er transportieren. Des Weiteren Getreide, das haben wir jetzt hier. Und dann Vieh. So, das sind die älteren LKWs. Und jetzt hier unten nochmal der Allrounder. Der kann Vieh, also das ist dann quasi derjenige, der dann halt, oh, Mercedes, und noch eine Bahn, schön. Der dann halt mehrere Sachen machen kann, der Rounder. Dann hier Rohöl, Treibstoff, ne, und Öl. Des Weiteren Bretter, Kunststoffe, Baumaterial, Maschinen. Und hier nochmal Baumstämme und Stahl. So. Der soll erstmal hier ganz alleine seine Sachen machen. Da gucken wir mal nachher, ob das alles so richtig hinhaut. Aber wir werden Dresden ein wenig versorgen. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Hier Steine, die sollen hier oben hingebracht werden. Aus den Steinen wird dann irgendwann mal, ja, der Bedarf ist halt Steine. Ich habe immer gedacht, man braucht Steine und Schlacke, aber eins reicht. Wir werden erstmal Steine hinbringen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier, na, komm mal her. Das will er nicht. Komm. Baumaterialien, die werden wir dann schön nach Dresden bringen. Und eine Linie, da werden wir hier mitten in der Stadt einen LKW reinsetzen, der dann quasi auch noch mal Steine hinbringt. Und das werden wir jetzt machen. Hier ist das Depot. Wir werden ein Fahrzeug wählen. Und zwar soll er ja Steine. Und die ganzen Busse werden wir natürlich auch nochmal alle ins Spiel bringen. Und zwar Steine. Werden wir mal zwei kaufen. Der kann ja bis zu 20. Ich denke mal, das ist ganz okay. Hier schön mit Schmitz. Da haben wir unseren Eurotrack-Simulator hier quasi. Und das ist die Linie. Und dann gucken wir uns nochmal ganz schnell an hier. Unsere LKWs. Wow, das ist so cool, das ist so cool, das ist so cool. Da freut sich der Maximus. So, und dann soll hier oben, ja, Baumaterialien, da war das Baumaterialien. Baumaterialien, da gucken wir mal, welchen LKW. Ich habe schon die Linie gemacht. Fahrzeuge kaufen, Güter und dann Lebensmittel, Maschinen, Werkzeuge. Nee, dann wäre das hier einer. Baumaterialien, ich würde sagen, wir nehmen so ihn, ne? Wir könnten ja einen so nehmen und ein, mal sehen, ob die Farbe sich auch ändert. Wir machen mal blau. So ein. Und sagen, er soll Linie. Nee, da müssen wir, da muss ich sowieso an der Linie noch ein bisschen was bauen. Und zwar die Linie, die hier. Die müssen wir nochmal umändern. Jetzt schauen wir nochmal. Da haben wir jetzt verschiedene LKWs. Oh, ja, der LKW ist blau. Mit Rundumleuchte. Schön. Ah, ist das geil. Da freut sich. Na, vielleicht haben wir ja bald noch Scania hier am Start. Auf jeden Fall richtig genial, ne?
So, dann werden wir nochmal die Linie 2, werden wir das nennen. Ich habe ja einige jetzt erstmal weggemacht, aber wir werden jetzt, wie gesagt, noch ein paar Linien dazu machen. Und zack. So, was war denn eigentlich die Linie 3? Wir gucken mal. Linie 3 gibt es gar nicht mehr. Gut. Darum habe ich hier einen größeren Umschlagsplatz gemacht, weil hier natürlich einmal die LKWs von Dresden hier zum ja, Stein oder ja, Baumaterialien lagern fahren und einmal die Steine hierher und des Weiteren sollen ja noch Baumaterialien hier nach Cottbus gebracht werden. Ne? Big City Cottbus. Jetzt ist der Maximus am Überlegen, ob wir so lang fahren. Ich denke mal ja. Und das bedeutet, wir werden auch eine Straße nehmen. Die soll so ein bisschen an. Ich will ein bisschen schön bauen, ja. Muss ich auch sagen. Ich will ein bisschen schön bauen. Wir haben die Zeit. Komm. So nah wie möglich will ich jetzt an. Hier die Strecke oder ja, die Strecke von TGW jetzt hier lang. Und warum wartet der jetzt hier vor dem Signal? Nee, der fährt jetzt weiter. Na, weil hier noch ein Fahrzeug auf der Strecke war. Okay, und dann werden wir hier mal ein paar Bäume dahinpflanzen. Und das bedeutet, wir müssen mal hier ein bisschen was abreißen. Jetzt werden wir natürlich alles wieder ranpflanzen. Das ist alles kein Ding. Ein Feld zerstören wir. Das ist nicht ganz so schlimm. Das kriegen wir schon irgendwo mit den Grünen geregelt. Ah, das gefällt mir nicht so. Machen wir mal so. So. Ah, schön. Und weil wir davon ausgehen, dass in Cottbus ein bisschen mehr Leben sein wird, deswegen werden wir hier mal, der fährt hier so rein und dann werden wir mal hier eine Straße setzen. So eine hier, ne? Okay. Und werden ein größeres Depot hinsetzen. Und dann können wir uns ja gleich mal angucken, was für Depots ich habe. Ich hätte ja Bock auf dieses Depot. Wollen wir das mal reinsetzen? Ja, klar. Gucken wir nochmal die Depots an. Hier sind, wie gesagt, einzelne. Na, jetzt hackt er mir an hier. Ja, das sind. Die beiden sind die Standard und die anderen sind die normalen. So. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und wie sieht es hier eigentlich aus? Ha. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Und was ist hier das Problem? Hat der Steine drin? Ja, die ersten Steine kommen. Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal zwei LKWs nachlegen. Das machen wir auch gleich. Geld haben wir. Dann werden wir Fahrzeuge kaufen. Oh, jetzt haben wir endlich mal zwei. Und werden das auf die Linie 1 setzen, dass hier endlich mal ein bisschen Action ist. Und eine neue Linie. Wir hatten ja gesagt, die Linie 3. Eine Haltestelle hinzufügen. Hier. Und dort. Ja, schön. Alles klar. Und da werden wir auch wieder Baumaterialien. Gucken wir mal. Kaufen wir mal. Wollen wir. Warte mal. Das machen wir. Die Fahrzeuge. Oh. Das können wir vergessen. Da soll er uns dann einfach warnen, ne? Und hier haben wir gesagt, rot. Maximale Wartezeit 3 Minuten. Okay. Und jetzt werden wir hier auf der Linie, die Linie 3, da bleiben wir mal. Ach, jetzt habe ich. Ja, da machen wir blau. Ich habe jetzt rot gemacht, ne? Eieieiei. So, dann würde ich sagen, wir brauchen nicht Werkzeug. Was haben wir gesagt? Baumaterialien. Baumaterialien. Blau. Kaufen. Den. Kaufen. Was ist das hier? Lebensmittel. Das. Maschinen. Waren. Das. Das. Ja. Okay. Und dann die Linie 3, wissen wir ja.
Und dann kommen die nächsten LKWs raus. Hier, wow, schönes Ding. Denn irgendwann mal, vielleicht haben wir denn noch Werbung hier drin. Da bin ich ja gespannt. So, da sind schon die ersten Waren, die hier sind. Die LKWs kommen an und hier ist auf jeden Fall dann richtig Bambule, wenn die ganzen LKWs, die ganzen Trucks hier stehen. Fantastisch. Also das ist ein wirklich schöner Mod. Wie gesagt, auf dem Steam Workshop, ne? Jetzt wissen wir auch, wo die alle hinkommen. So, ist die Linie 2, die hat. Und hier kommen jetzt langsam die ganzen LKWs an. Wir können natürlich auch einsteigen, ne? Machen wir es einfach mal. Ich hoffe, das gefällt euch heute hier. Schön viel mit LKWs. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, auch die Städte besser zu beliefern mit Material. Da kommen sie alle an. Wow, schön. Okay. Alles klar. Na, hier ist ja ein ordentlicher Umschlagsplatz, ne? Aufrüsten kann ich den jetzt nicht. Ja, das ist so. Ey, ist hier was los auf den Trucker-Stop? Das geht ja richtig ab. Und jetzt schauen wir mal. Die Produktion steigt auf jeden Fall richtig. Und da fliegt die alte Concorde. Ja, das mit den Flugzeugen, das werden wir alles dann beim nächsten Mal richtig machen. Und hier würde jetzt auf jeden Fall Sinn machen. Ja? Hier haben wir die Ölquelle, dass wir den LKW, ja, mit dem Öl hier hinbringen. Und dann kann ein Zug quasi den Sprit quasi nach Cottbus bringen. Ja, das ist ja dann egal. Dann brauchen wir nämlich nicht so viele Züge, wie jetzt hier momentan rumfahren. Das ist ja, wie sieht denn überhaupt die Produktion aus? Die Produktion sieht eigentlich ganz gut aus. Dann kann er den Sprit dorthin bringen. Hm. Nach Cottbus. Genau. Wollen wir nämlich die Straße hier verlängern? Ja, dafür ist jetzt die Karte. Normalerweise würde es ja reichen, wenn wir... Normalerweise bräuchten wir ja keinen... Das kann ja alles der LKW machen. Weil hier, guck mal an, wie viel Verkehr hier ist. Wie viel machen überhaupt die Züge? Die machen, ja... Bisschen Gewinn machen sie. Okay, heute haben wir gesagt, großes Thema LKW und dann machen wir hier natürlich jetzt alles erstmal abreißen und dann eine ordentliche Strecke hier hinlegen, dass es hier vorangeht. So, jetzt Straße. Natürlich sollten wir gucken. Große Landstraße. Setzen wir mal hier hin. Die große Landstraße. Wie schnell kann die fahren? 100. Ich denke mal, das ist okay, ne? So, hier ran. So. Und die fährt. Na, 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 na. Lieber sollte man dann ab und zu mal absetzen. Und ich will auch nicht zu viele Bäume wegmachen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier brauche ich auch keinen großen, warte mal, keinen großen na, wie soll ich sagen, Umschlagsplatz machen, weil das hat, denke mal, nicht so viel Nährwert. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was machen können. Hier irgendwie eine Straße rübersetzen. Ja, so entschlacken wir das alles. Und arbeiten vielleicht ein wenig wirtschaftlicher. Ja, oh, oh, oh. Es hat gehupt. Ach, was ist das hier für ein schöner Anhänger? Irgendwas ist schon wieder verdammt alt geworden. Ja. Okay. Wir werden... Ich habe wieder falsch gemacht. Wir werden mal diesen... schicken Terminal hinsetzen, obwohl das ja eigentlich schon wieder viel zu schick ist. Ne? Das könnten wir eigentlich innerhalb der Stadt machen. Warte mal, wir müssen mal schauen, dass wir nicht irgendwie zu weit weg sind. Wir setzen mal den so hin, dass wir den Bahnhof irgendwie auch noch besser interagieren und alles. Hier. Und
bei. Ich habe schon wieder das Falsche gewählt. Werden wir mal so einen riesengroßen Sandparkplatz machen. Drehen wir den mal. Da haben wir jetzt alle beide abgehandelt. Schön! Ach, je. Ach so, wir müssen ja noch ein Stück Straße ransetzen. Setzen wir es am besten so. Haben wir die richtige? Ja. Landstraße, so. Zack. Könnten wir eigentlich, könnt ihr ja mal sagen, ob ich denn den Sprit eher nach Cottbus bringen soll mit einem LKW oder ob ich den so fahren soll. Also mit der Eisenbahn. So, setzen wir das Gebäude einfach mal hier ran. Jo, klar. Und machen eine neue Linie. Und da werden wir, denke mal, zwei LKWs draufsetzen. Ne? Das sollte eigentlich reichen. Okay, wir machen neue Linie. Sagen dunkelblau, dass ich wieder weh ist. Sind mir denn zu viele Farben, ja? Oh, wollten wir ja. Muss schon ordentlich sein. So, was ist das? Die 08 müsste das gewesen sein. Ja, ne, 07 hätte ich senden. Ah, machen wir 07. Ey, warum will er nicht? 08 haben wir schon. 07. Ah, zum Glück, der meckert da nicht. Okay. Wir sagen, er soll hier Linie hinzufügen. Hier. Bis dorthin fahren. Und zwei LKWs. LKW Rohöl. Das werden wir mal in schwarz machen. 1, 2. Linie zuweisen. Die 07. Und dann sind sie alle glücklich. Wenn hier das Öl... Da ist schon das erste Öl, was hier ist. Der schwarze LKW. Wenn wir dann endlich die Lackierung dann haben, auch mit der sogenannten Firma... Vielleicht von Shell oder BP oder was es da noch alles so gibt. Das könnte durchaus interessant werden. Hier ist auf jeden Fall ganz schön viel Sprit. Wo will denn der eigentlich hin mit der Linie? Muss der hier hinten auch irgendwas hinbringen? Ja, ja, der muss Rohöl hier hinbringen. Eieieiei, das sind ganz schöne Wege, die er hier alle fährt, ne? So, der bringt... Ordentlich Getreide. Wir brauchen Rohöl. Haben die auch alles? Bedarf. Das, das, das. Gucken wir mal. Getreide. Okay. Ist da noch genug Getreide? 14. Wir könnten natürlich den Takt ein bisschen erhöhen hier auf dieser Linie und kaufen noch einen LKW. Klar, warum nicht? Wir haben es doch, ne? LKW kaufen und in der Linie 8. Bam. Ja, MAN hier, ne? For the win. Okay. Das läuft. Das läuft, ja. Es hat, also viele haben ja schon geschrieben, ne? Es hat sich ja so viel verändert jetzt auf dieser Strecke. Das, ja, ist auch so. Mit den ganzen Mods. Und wir werden diese Woche und nächste Woche werden wir auf jeden Fall noch weitermachen und dann wird es eine kleine Pause geben. Es hat den Grund, weil ja Weihnachten vor der Tür steht und ich natürlich auch ein bisschen weihnachtlich mir nicht so viel Stress machen möchte. Ja, ich nehme es jetzt hier am 29. auf, weil ich es gar nicht mehr schaffe, irgendwie großartig Sachen vorzubereiten. Und deswegen muss ich da halt mal ein bisschen gucken. So, was haben wir hier oben von Werk? Hier ist auf jeden Fall Produktion von Öl. Bringt uns jetzt nicht so weit. Hier fahren die LKWs lang. Hier. Und hat er was? Der hat noch keine Lebensmittel. Wieso nicht? Ist der vielleicht der Takt? Ist der vielleicht, hier, ach, ach, guck an, der hat da sogar die Fracht oben, guckt euch an, da. Und jetzt werden wir gleich mal gucken, was im Cottbus hier abgeht. Cottbus bekommt jetzt Sprit auf jeden Fall, okay. Aber, er wird jetzt auch das erste Mal Baumaterialien kriegen, wenn er jetzt abliefert. Und da Baumaterialien abgeliefert.
Das wäre auf jeden Fall schön, auch nochmal zu sehen, wie die jetzt verteilt werden. Ne? Das gab ja auch früher so einen gewissen Mod, wo man das dann sehen konnte. Guck mal, das ist gleich weg. Das wird gar nicht für voll genommen hier, die Baumaterialien. Wird gar nicht angezeigt. Muss ich das vielleicht wieder refreshen und dann nochmal gucken. Ja, das wird überhaupt nicht angezeigt. Ja, Bevölkerung gut, bla bla bla. Ja, hier schlecht, schlecht. Oh je. Oh je, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen agieren. Da kommt der nächste LKW. Ich denke, mein Takt ist zu gering. Ne? Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Wie ist die Produktion jetzt hier? Die müssen wir auf... Boah. Wir müssen den Takt der Steine erhöhen. Okay, noch zwei LKWs. Wir machen hier richtig Banane. Und das ist die Linie 1 gewesen. Und dann kaufen wir noch LKWs. Und zwar den 1-2. In blau natürlich. Ist auch blau, ja. Und dann werden wir... Ich hoffe, das ist blau. Automatisch. Und wären das der Linie... Oh Gott, welche Linie war denn das? War es der Linie... War es die Linie 3? Ja, Linie 3. Bam. So, dass da wirklich die merken, aha, hier wird auf jeden Fall eine ganze Menge produziert. Wir müssen ein bisschen schneller agieren. Hier... Weil die brauchen Baumaterialien, ne? Das ist... Ihr seht schon, das ist ein Baumaterialien... Das ist nicht viel. Ja, die ganzen Jahre ordentlich plus gemacht, aber da sind die halt so im Kreis gefahren. Aber jetzt durch die Möglichkeit, oder dass wir so, wie gesagt, oft gut eingeschränkt sind, da haben sie ein bisschen was drin. Und wie viel hatten die hier drin? 6 von 20. Oh, hier ist ja Stau. Meine Güte, hier ist ja was los. Mann, Mann, Mann. Die ganzen LKWs, ey, wie geil. Also, siehst du, die Linie 3, muss ich wirklich sagen. Warte mal. Ihr sollt weg. Ihr sollt Farbe alle blau haben, habe ich doch gesagt. Da sieht man jetzt die ganzen Cottbusser LKWs, die stehen hier. Könnt natürlich auch sagen, ihr sollt warten, bis soweit ist. Da sollen sie fahren. Oh, schön. Jetzt fährt er los. Oh, ich denke mal, ich muss den Takt von den Steinen noch erhöhen, ne? Wie hoch ist denn der Takt? Wir schauen mal, wie hoch ist der Takt? So und so viele Sekunden. Das ist der Takt. Das ist nach Cottbus 90. Hier könnten wir eventuell auch noch einen machen. Und dann sollte es eigentlich so fast hinhauen. Muss ich natürlich erstmal einspielen und hier dieses... Sache muss noch mehr. Wie viel ist denn hier eigentlich im Lager? Hier ist gar nichts im Lager. Meine Güte. Ja, das muss erstmal hochpushen. So. Was sagt das Öl hier? 20. Wie viel ist hier? Ach, hör auf. Hier sind schon wieder 62. Da könnt ihr ja fast noch einen LKW hinsetzen auf die Tour hier. Und der produziert wie Sau. Eieieiei. Mann. Die LKWs machen ganz schön Paletti. Ich glaube 400, da ist da glaube ich Ende im Gelände, ne? Mehr geht da nicht. Und wenn ich das hier alles angucke, ach je. Könnte eigentlich den LKW hier runterfahren. Obergrenze. 1600. Also es geht noch weiter. Also die haben genug hier. Ja, wenn ihr die alten Dampfloks hier seht hier. Ach, Dampfloks sei, diese Loks. Ja. So, das soll es dann aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier mit mir. Ich werde noch ein paar Optimierungssachen machen.
Dann sehen wir uns 2010 wieder. Dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter 2030 gehen. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen was optimieren. Wir haben ja einen Großteil jetzt gesehen. Und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.